Könnte dieser Fuchs sprechen, dann würde er wohl die Geschichte seiner wunderbaren Freundschaft erzählen. Da er es nicht kann, übernimmt das die norwegische Tierschutzgruppe Noah. Durch Zufall treffen Fuchs Sniffer und Schäferhund Tinny im Wald aufeinander. Statt zu flüchten, beginnt der neugierige Fuchs mit dem Hund zu spielen. Ab jetzt sind sie unzertrennlich. Längst sind Tinny und Sniffer deswegen eine Berühmtheit in Norwegen und ein Phänomen im Internet. Wer glaubt, dass diese Freundschaft zwischen Jäger und Gejagtem ein Einzelfall ist, der irrt. In Iringen am Kaiserstuhl wird Rickets Bambi von diesen drei Jagdhunden adoptiert, genießt von Anfang an eine Art Welpenschutz. Und dann haben die das abgeschleckt und haben das angenommen wie ein eigener Hund in unserer Familie. In Iringen setzt man aufs große Mutterherz, in den USA auf eine gemeinsame Vergangenheit. Löwe Bone Digger und Dackel Milo sind gemeinsam groß geworden und haben einander tief ins Herz geschlossen. Von außen sind Raubkatze und Hund ein sehr ungleiches Paar, doch was hier zählt, ist die innere Einstellung. Die Dackel halten sich für Löwen und der Löwe denkt, er sei ein Dackel. Die Identifikation mit dem artfremden Tier kann bisweilen fantastische Ausmaße annehmen. Bock Jack ist mit Wachhund Tyson groß geworden und hat da anscheinend viel gelernt. Ganz im Sinne seines besten Freundes hält dieser Wachhund im Schafspelz unliebsame Besucher fern. Es ist überliefert, dass Jack eines Nachts sogar Einbrecher von seinem Hof gejagt habe. Ganz zuverlässig funktioniert das Bock-Warnsystem, aber leider nicht immer. Ich bin schon ein bisschen stolz drauf, dass Jack so als Wachhund fungiert. Aber manchmal ist es schon ein bisschen schwierig, zwischen Feind und Freund zu unterscheiden für ihn. Aber es ist ja noch kein Wachbock vom Himmel gefallen. Neben Identifikation und Adoption einer fremden Rasse scheinen es in manchen Fällen eher praktische Überlegungen zu sein, die zwei ungleiche Tiere zu Freunden machen. Wie es aber zu einer Beziehung zwischen Katze und Ratte kommt, ist kaum zu verstehen. Da bleibt nur zu hoffen, dass Freundschaften dieser Art nicht allzu schnell einen Riss bekommen. Wir haben auch zwei ungewöhnliche Freunde hier, Bulwei und Clara und Valentina Koscheid als unsere Tierexpertin. Hallo. Schönen guten Morgen. Der gefällt dir, hä? Oh ja, absolut. Ein irischer Wolfshund. Ja, genau. 76 Kilo. 76 Kilo, beide 7 Jahre alt. Ja, ja. Und Clara, was ist Clara Mischling. Eigentlich für ein Hund? Ein kleiner Mischling, ne? Und hier, die beiden kommen echt gut miteinander klar. Ja. Ein Bekannter hat neulich erzählt, ihm ist aufgefallen, dass man heute viel mehr Leute mit zwei Hunden sieht, ja, als noch vor ein paar Jahren. Ja, ja, also die meisten Leute denken, sie kaufen sich direkt oder sie nehmen gleich zwei Hunde, sie nämlich 8 Stunden lang arbeiten gehen und denken sich, die zwei vergnügen sich zu Hause. Das ist natürlich einerseits gut, aber andererseits sollte man sich wirklich nur einen Hund anschaffen, wenn man auch Zeit hat und auch Platz hat, ja, und auch wirklich das Tier möchte. Ja. Also nicht einfach denken, okay, ich kaufe mir 2 Hunde und dann turnen die ganze Zeit zu Hause alleine rum. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ne? Was muss man denn generell beachten, abgesehen von den Punkten, die du angesprochen hast? Sollte ich 2 Welpen holen, wenn ich jetzt wirklich auch die Zeit habe und die Bedingungen stimmen für 2 Hunde, soll ich mir dann 2 Welpen anschaffen oder sollte einer älter sein und dann erst der Welpe später dazu also kommen? Also ich würde nur Profis raten, 2 Welpen anzuschaffen, weil ein Welpe ist schon extrem anstrengend. Ja, du musst ihn erziehen und die 2 Welpen zusammen ist ziemlich schwierig. Mhm. Also wenn jemand Hunde erfahren ist, ist es okay. Ich würde eher empfehlen, einen älteren Hund zwischen 2 und 7 und dann einen zweiten dazu zu nehmen. Der Große übernimmt auch teilweise die Erziehung, kann man natürlich nicht sagen, aber der Welpe, der orientiert sich an dem Großen und wenn der gefestigt ist vom Charakter und gut erzogen, der Ältere, dann klappt das ganz gut. Aber das Wichtige ist, man muss viel, viel Zeit haben, nicht einfach die zusammenstecken und sagen, die 2, die regeln das schon, ne, wie die 2 jetzt hier. Nein, aber es ist ganz wichtig und auch keine Eifersucht aufkommen zu lassen und Rückzugsmöglichkeiten. Ja, man muss Zeit haben. Ne? Ja. Also man muss sich bewusst sein, man hat jetzt 2 Tiere. Um nur mal zu zeigen, wie groß er ist. Dieser schöne irische Wolfshund. Nun sind das ja hier Männlein und Weiblein. Ja. Bulwei als Kerl und Clara als Mädchen. Ist das denn sinnvoll, wenn man 2 Hunde haben will, dass man da unterschiedliche Geschlechter auch bei sich hat? Pärchen ist ganz gut. Oder würde das auch passen, ich sag mal jetzt 2 Rüden geht zu auch halten oder 2 Mädchen? Also man kann nicht grundsätzlich sagen, Rüden funktionieren nicht. Wichtig ist, dass sie auf jeden Fall, sag ich immer,
immer kastriert sehen, vor allen Dingen, wenn sie in der Stadt wohnen. Weil sonst, also auch so eine läufige Hündin ist ziemlich stressig, ja, oder ein unkastrierter Rüde. Aber das muss jeder Hundebesitzer für sich selbst entscheiden. Aber so ein Pärchen, wenn man das hält, ist auf jeden Fall wichtig, natürlich, dass einer kastriert ist, dass da nicht unbedingt dauernd Nachwuchs entsteht. Mhm. Zwischen denen wäre es eine Katastrophe, ne, wenn die einen Nachwuchs kriegen würden. Das würde sie gar nicht packen. Das würde packen. Doch auch gar nicht funktionieren, oder? Naja, vielleicht funktioniert es, aber es ist, nein, wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Geschweige denn, also ohne Kaiserschnitt und so, also lassen wir das. Wie ist das, wenn man jetzt eine Katze zu Hause hat und darüber nachdenkt, vielleicht noch eine zweite sich dazu zu holen? Funktioniert, also zwei Hunde funktioniert gut miteinander meistens. Bei Katzen auch? Ja, zwei Katzen funktioniert auch. Da würde ich zum Beispiel sagen, zwei Katzenbabys, also Kitten genannt, sind am besten geeignet. Ja? Weil die lernen sich dann sofort kennen, auch wenn man Geschwisterbabys nimmt, natürlich auch wieder da über Kastration nachdenken. Also das ist ganz gut. Da ist es eher schwierig, wenn man eine ältere Katze hat und eine jüngere dazu nimmt. Ja? Wenn man so eine reine Wohnungskatze hat, die schon seit 8 Jahren alleine zu Hause wohnt, ist es schwierig, eine jüngere dazu zu holen. Ja. Aber wenn du zum Beispiel jetzt einen Hund und eine Katze hast, ja, also zum Beispiel du hast eine Katze zu Hause und es kommt ein Hund dazu, da muss man wirklich aufpassen. Also nicht nur, weil der Hund einen Jagdinstinkt hat und vielleicht der Katze was tun könnte, weil Hunde und Katzen haben wirklich eine andere Sprache. Ja? Mhm. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Hund hast, der knurrt, ja, dann warnt er und sagt, komm, bleib mir fern. Mhm. Und eine Katze schnurrt, ja, hört sich sehr ähnlich an. Mhm. Und die Katze fühlt sich ja dann wohl, wenn sie schnurrt. Ja? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo Hund und Katze aufeinandertreffen und dann denkt der Hund, die Katze sitzt auf dem Sofa und knurrt, dabei schnurrt sie. Ja. Ja? Oder wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, ist es oftmals eine Freude. Ja. Aber wenn die Katze mit dem Schwanz wackelt, dann heißt es, oh, pass auf, ich tue dir gleich was. Ja. Ne? Also das sind zwei unterschiedliche Tierarten und man muss immer aufpassen, wenn man die zusammenhalten möchte. Bei den beiden müssen wir nicht aufpassen, da ist alles in bester Ordnung. Ihr könnt mal jetzt spazieren gehen, ja? Wir lassen euch raus aus dem Studio auf die Wiese. Alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie sich noch ein zweites Tier anschaffen wollen, wenn Sie zwei Haustiere zusammenhalten wollen, können Sie auch nachlesen auf unserer Homepage unter vollekanne.zdf.de. Dankeschön, Bulwei. Dankeschön, Clara. Dankeschön, Valentina Kuhlscheid. Und so geht's weiter bei uns in der Sendung.